Da oben wollen wir noch hoch, über den Oberalpass. Da müssen wir noch drüber. Vorausgesetzt, es hört mal auf zu regnen. Aber da hinten ist schon wieder ein bisschen blauer Himmel. Es geht los. Unsere Sommerradtour 2019. Auf dem Rheinradweg. Ja, mit Helm. Schauen wir mal. Da oben müssen wir hoch. Links, rechts müssen wir. Da fährt die Gotthardbahn. Da hätten wir ganz bequem mit auf den Oberalpass fahren können. Aber wir nehmen ja das Rad. Wir müssen jetzt auf den ersten 10 Kilometern gute 600 Höhenmeter bewältigen. Der Oberalpass liegt auf ca. 2040 Metern. Naja. Wir werden es sehen. Hoffentlich bleibt es trocken. So, und hier haben wir noch mal einen schönen Blick auf Andermatt. So viel haben wir schon geschafft. Ja. Zwei Kehren. Zwei Kehren. Na? Ja. Da hinten sind noch die dunklen Wolken. Aber es geht jetzt weiter. Kurze Pause. Wir sind mitten im Anstieg zum Oberalpass. Ganz schön schweißtreibend. Bei dir ja. Das ist richtig. Ja. Müssen wir ein bisschen schauen. Da hinten kommt noch mal so dunkles Wetter. Das werden wir wohl abkriegen. Aber naja, wird schon irgendwie gehen. Aber eine schöne Aussicht hat man hier. So, die Kehren haben wir jetzt hinter uns gelassen. Also ich glaube... Und den Regen. Den Regen auch. Das Schwierigste haben wir jetzt hinter uns. Ja. Na, von da hinten sind wir gekommen. Im Durchschnitt mit 6,5 km/h. Aber wir sind nicht abgestiegen. Wir fahren das bis nach oben. Genau. Ja. Also zum Fotoschießen. Genau. Na, jetzt läuft eine Fliege über die Linse. Ja. Jetzt geht es in Richtung Oberalpsee. Wenn wir den sehen, haben wir es bald geschafft. Ja, ist aber wirklich toll hier, der Ausblick. Richtig toll, auch wenn es anstrengend ist. So, nach knapp 2 Stunden haben wir es geschafft. Wir sind am Oberalpass. 2048 Meter über dem Meer. Da war auch ganz schön anstrengend. Von Andermatt, das liegt auf 1400
noch irgendwas. Also wohl 610 Meter sind wir nach oben gefahren. Auf rund 10 Kilometern Strecke. So. Da ist nochmal der Oberalpsee. Und da sieht man den berühmten Leuchtturm, der symbolisieren soll, dass der Rhein hier entspringt und in die Nordsee fließt. So, geschafft. So, das war jetzt eine schöne Abfahrt vom Oberalppass, da wo der Rhein entspringt. Und das hier war der erste Ort nach dem Oberalppass, Chamut. Sehr urig. Ein schönes Tal. Also, wir sind heute hier in unserem ersten Tag in Decentes auf dem Campingplatz, einem Naturcampingplatz. Laut Bikeline einem der schönsten Naturcampingplätze der Schweiz. Da kann man Gold schürfen. Gold schürfen kann man hier auch. Ja, nee, uns gefällt das hier sehr gut. Das ist hier die Zeltwiese, nur ein kleiner Teil, aber sehr schön gelegen und man hört es rauschen, den Rhein. Genau gesagt den Vorderrhein. Also wirklich ganz toll hier. Ja, und jetzt sind wir gerade beim Abendessen. Was
gibt's heute? Wir testen heute mal ganz was Neues. Travel Lunch heißt genau. Es. Und ja, da macht man bloß heißes Wasser. 800 Milliliter heißes Wasser in die Tüte und dann ziehen lassen. Und dann soll es schmecken. Angeblich für 2 Personen. Ja, wir schauen mal. Ja. Also wir haben sowas, es ist das erste Mal, dass wir das mal ausprobieren. Wir werden sehen, wie es schmeckt. Das Essen ist jetzt fertig. Es schaut so aus. Das ist ganz lecker. Kann man es essen? Ja. Also dafür, dass es so schön leicht ist. Heiß. Ja, heiß ist es. Aber so ist es okay. Man kann es essen. Durchaus. In der Umgebung hier wollte ich gerade sagen, schmeckt fast alles. So, wir gehen jetzt noch mal in Richtung Rhein. Kommen hier schon drüber. Ich muss wieder hier über den Damm. Na, willst du jetzt hier runter? Na klar. Hier runter. Dann fliege ich hin. Na dann. Und hier sieht man den Rhein. Hier sind wir noch mal direkt am Rhein, genauer gesagt dem Vorderrhein. Und diesem Fluss werden wir dann folgen, bis er in die Nordsee fließt. Da ist er dann geringfügig größer. Das war heute der erste Tag unserer Tour von Andermatt nach Disentis. Wir sind heute 36 Kilometer gefahren, das war nicht sehr lang. Dafür sind wir sehr hoch gefahren, über den Oberalppass. Über 600 Höhenmeter auf 10 Kilometer, das war ganz ordentlich. Und dann sind wir ein Stück runtergefahren, das war auch sehr schön. Ja, Gott sei Dank mussten wir da nicht hoch, das ging nämlich noch steiler. Ja, ja. Die letzte Nacht haben wir ja nicht geschlafen, deswegen werden wir jetzt früh uns in unser Zelt verkriechen, damit wir morgen wieder fit sind. Morgen wollen wir dann eine längere Strecke fahren, bis hinter Chur, so bis Maastricht wollen wir morgen fahren. Das werden so um die 100 Kilometer werden. Genau, wollen wir meine Freundin besuchen, die Claudi aus der Schweiz mit dem Reto. Genau, das haben wir morgen vor. Mal sehen, ob es klappt. Also, bis dann. Ciao, guten Abend. So, nochmal schönen guten Morgen. Morgen. Heute starten wir zu unserem zweiten Tag hier in Disentis. Und wir wollen heute bis hinter Chur fahren, Maastricht heißt dort. Da übernachten wir bei Bekannten. Ja, wie man sieht, herrlichster Sonnenschein. Die Nacht war nicht ganz so toll. Es gab hier ein schönes Gewitter mit Blitz und Donner und ordentlich Regen, aber ist alles wieder vorbei. Wir haben es überstanden. Zum Glück. Also, auf geht's zum zweiten Tag. Das ist ein Blick auf Disentis. Da kommen wir wieder auf den Rheinradweg zurück.
mussten jetzt schon wieder eine kleine Steigung hochfahren vom Campingplatz, aber wir haben es geschafft. Ist ein wirklich toller Ausblick hier. Wir vernichten gerade wieder die schönen Höhenmeter von oben. Es geht jetzt wieder hinab an den Rhein. Sind hier in Sorain. Oh. 56 bis Chur, kann man das sehen? Da müssen wir heute noch hin. Das da. Eine englische Telefonzelle. Im Thun. Cool. Wir sind jetzt in Thun. Haben gerade mal 17 Kilometer geschafft. Ist noch nicht sehr viel. Sind schon fast 2 Stunden unterwegs. Aber die Strecke war jetzt sehr hügelig und die Bodenbeschaffenheit war auch nicht besonders toll. Grober Schotter größtenteils. Naja, wir hoffen, dass es jetzt ein bisschen besser wird. Schauen wir mal. Weiter geht's. Jetzt machen wir erstmal eine Pause. Hier mussten wir gerade hoch. Natürlich nicht fahrend, ja, sondern das mussten wir schieben hier. Und der Ingo hat es, glaube ich, in seinem Video hier fahrend probiert und ist dann irgendwie umgekippt, wie er gesagt hat. Naja, aber hier kommen wir nur fahrend hoch. Auch das ist der offizielle Rheinradweg. Naja, geht gerade so noch mit den Rädern hier im Gepäck. Oh, und dann noch mit einer Hand. Oh. Der Rhein ist schon hier zu einem ordentlichen Fluss geworden.
Jetzt ist der Weg mal wieder ein bisschen schöner. Hier rollt es gut. Auf den nächsten 9 Kilometern geht es nochmal 240 Meter hoch. Muntere 240 Meter, so übersetze ich das mal. Ja, und da hinten, da regnet es ordentlich und in die Richtung müssen wir. Aber die Wolke zieht, glaube ich, mit uns. Also ich hoffe, die ist schneller als wir, dass wir die nicht einholen. Da regnet es ganz schön. Ja, wir sind hier am Ortsausgang von Illans und haben jetzt 35 Kilometer geschafft. Ja, 35 Kilometer haben wir geschafft bisher. Das ist noch nicht so viel, aber es war ja ziemlich hügelig. Aber die letzten Kilometer, das war wieder richtig schön zu fahren. Naja, und jetzt schauen wir mal, in die Richtung geht's. So, wir sind jetzt noch mal hier im Anstieg drin. Straße hoch. Na gut, aber zumindest ist Asphalt und wenig Verkehr. Das geht schon. Und man hat schöne Ausblicke hier. Oh ja. Das ist so schön. Oh, toll. Also der Rheinradweg geht nicht immer nur unmittelbar am Rhein entlang. Jetzt haben wir nochmal ordentlich Höhenmeter gemacht und ja, haben dafür jetzt hier einen schönen Ausblick. Claudia hat Höhenangst. Ja. Ja, aber richtig toll hier. Ich mache das für dich. Na, ist das Geländer wieder schön drauf, hä? Na, so. Tolles Panorama. Du musst ja nicht runter gucken. We'll be right back.
So, wir sind jetzt wo? Weiß ich nicht mehr. So, wir sind jetzt kurz vor Chur hier. Auf der Brücke, das war, glaube ich, der Zusammenfluss von Vorderrhein und Hinterrhein zum richtigen Rhein. Wir sind uns da aber nicht sicher, aber ich habe es bestimmt eingeblendet. So, ja, jetzt ist es kurz vor zwei und wir haben jetzt 58 Kilometer hinter uns gebracht. Naja, wir schaffen das schon. So weit ist es ja jetzt doch nicht mehr, wie wir dachten. Ja. Und super Wetter ist. Ja, die dunkle Wolke war mit einmal weg, ne? Genau, die war einmal mit einmal weg. Also, weiter geht's. Und? So, jetzt wissen wir, wo wir sind, in Tamins. Genau. 11 Kilometer vor Chur. Und wir mussten auch noch mal ganz schön jetzt Berg hoch. Oh ja. Ja, aber ich denke mal, das war es jetzt erstmal. Nur zu unserer Unterkunft heute, da geht es auch noch mal mächtig den Berg hoch, aber das ist dann gar nicht zum Schluss. Der letzte Meter. Ja. Letzte Meter. Ja, also. Weiter geht's. So, wir radeln jetzt gerade durch Chur. Eigentlich wollten wir noch mal in die Altstadt gucken, aber jetzt haben wir den Abzweig da verpasst. Und zurückfahren wollen wir jetzt auch nicht mehr. Nee. Ja, gut, aber beim nächsten Mal vielleicht. Genau. So, jetzt geht's da. Weg Nummer 2 geht's hier lang. Und ich habe nicht runtergeschaltet. Ja. So. So, wir stehen jetzt hier auf der Rheinbrücke bei Landquart und hier werden wir unsere heutige Tour auch beenden. Nach bis jetzt 85 Kilometern. Übernachten werden wir heute bei Freunden. Die wohnen hier oben in Maastricht. Da müssen wir noch den Berg hinauf. Und ja, morgen geht es dann weiter. Also, bis dann. Tschüss.